Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dealers Life, dem, ja, jetzt schon nicht mehr ganz so neuem Let's Play auf meinem Kanal. Wir sind ein Pfandhaus, in dem wir ein bisschen Geld verdienen müssen. Und wir haben schon eine Woche geschafft und den siebten Tag. Das heißt, wenn wir heute öffnen, werden wir Ladenmiete und auch den Restaurateur bezahlen müssen. Bevor ich das aber mache, möchte ich mal gucken, dass wir den Guten wieder in Lohn und Brot bringen. Und der soll uns mal was Schönes restaurieren. Und zwar diesen schönen Schädel, den werden wir uns mal restaurieren lassen. Er möchte dafür 108 haben und braucht 5 Tage. Das machen wir einfach mal. So. Der ist jetzt hier beschäftigt. Er hat Erfahrung. 1 Stern. Dann gucken wir mal. Okay, einen neuen Laden werden wir uns noch nicht leisten können. Von daher werden wir hier mal jetzt diesen netten Anzugträger bedienen. Das ist Alexander Rodriguez und er möchte den Baseballhandschuh von 2012 kaufen. Ungewöhnlich, Zustand schlecht, Schätzung 410. Okay, dann lass uns mal verhandeln. Wir legen mal los mit 550 und er nimmt es sofort an. Wow. Da haben wir ja richtig mal was gut gemacht. Guten Morgen, man nennt mich auch Nancy. Und Nancy möchte den legendären Pokal haben. Der Zustand ist sehr gut. Es ist 2000 die Schätzung. Aber wir werden mal richtig hochgehen. Mal gucken, was sie dazu sagt. 2050. Gut. 2500, 2150, dann machen wir 2250 und dann sollte sie einverstanden sein. Gut, dann haben wir $250 plus gemacht und die Woche ist rum. Das heißt, wir mussten unsere Ladenmiete bezahlen. Ladenkosten 30, Angestelltenlöhne 600, das ist für unseren Restaurateur. Das ist nicht so wirklich, wenn man mal so sieht, was wir einnehmen und was wir ausgeben, haben wir uns ganz gut gehalten. Neuer Tag, neues Glück, Geschäftslokal, 1.500.000, genau. Das können wir uns nicht leisten, das können wir uns nicht leisten. Dann machen wir mal weiter. Na, du siehst aber auch nett aus. Deine rosa Höschen machen es echt. Naja, hallo, meine Freunde nennen mich Avon Buttermann. Und ich will etwas Wertvolles verkaufen, das dir bestimmt gefällt. Diese Lampe wurde 2007 hergestellt, ist ein gewöhnlicher, aber guter Zustand, 270. Dann lass uns mal verhandeln, dann machen wir mal 170 draus. 255, dann machen wir 200 draus. Lass mich nachdenken. Gut, dann nimm deine Lampe wieder mit. Und ich wünsche dir einen schönen Weg. Das waren die beiden einzigen Kunden. Jetzt würde mich mal interessieren. 8 von 5. 5 von 8. Wir könnten, nein, wir kaufen hier keine Punkte. Geschäftslokal zu vermieten. Auf das habe ich gewartet. Das ist in der Vorstadt, genau, Bekanntheitsgrad 2, also plus 2. Inventargröße bleibt gleich. Die Anzahl steigt um einen. Die Arbeitsplätze können wir einstellen. Und die wöchentlichen Kosten haben wir plus 180, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin gerade in ein neues Geschäftslokal gezogen. Herzlichen Glückwunsch.
Und somit können wir dann auch demnächst einen Experten einstellen, aber noch müssen wir ohne ihn auskommen. Adrienne O'Brien, er erbte eine alte Militäruniform von 1832, also die ist wirklich ungewöhnlich, der Zustand allerdings schlecht. Lass uns mal verhandeln, mal sehen, was wir da rausholen können. Schätzungsweise 1140, dann setzen wir mal mit 900 an. Okay, für 900 haben wir es geholt. Mein Name ist Freddy. Freddy will seinen Fernseher von 1985 loswerden. Zustand gut. Lass uns verhandeln. Dann machen wir 800 draus. Ich weiß nicht. Okay, die sind hier ganz schön. Was hast du denn da auf deinem Hut? Ja gut. Hey Mann, mein Name ist Sergi Hill. Du hast einen Baseballschläger. Er ist gewöhnlich im schlechten Zustand. 120, lass uns verhandeln. Den nehme ich mit für 50. 126. Amors. 70. 122, vergiss es, tschüss. Hey, was läuft, Mann? Man nennt mich John Nappy. Was möchtest du denn? Das Messer. Dann lass uns mal verhandeln. Das ist ein ungewöhnliches Messerzustand. Schlecht. Schätzung 270. Wir machen 350 raus. Ich bin mir nicht sicher. Sehr schön. Was soll mal einer sagen? Ich kann hier nicht verkaufen, ne? Verkaufte Gegenstände 1, gekaufte 2, bediente Kunden 4, Einnahmen 350, Ausgaben. Okay, da werden wir jetzt mal nicht drüber reden. So, einen Experten einstellen. Michael Wilde sucht nach einem Job. Experten können Gegenstände und so weiter. Den Gutsten werden wir jetzt einstellen, sodass wir bei Bedarf immer den Experten um Rat bitten können. Jetzt kommen vier. Jessica Schulz. Sie möchte diese ungewöhnliche Boxershorts von 1965 kaufen. Wir haben bezahlt 280. Dann lass uns mal verhandeln. 510. Da machen wir 550 draus. 530. 540. Ach Quatsch. Moment. Immer schön. Ne? Okay, abgemacht. Erfolgreich der Deal. Wir haben plus $260. Nanny Washington möchte dieses Messer loswerden. Gewöhnlich. Zustand schrecklich. Noch sind wir in der Lage, das alles mitzunehmen. Für $25. 52 Amors. 40. Ich bin mir nicht sicher. Dann geh mit deinem Messer. Geh von dannen. So, George R.R. Buno Bunarotti. Silberne Ohrringe von 2009. Gewöhnlicher Zustand. Schrecklich. Lass uns verhandeln. 106. Da machen wir mal einen Fuffi draus. Wie wäre es mit 57? Wie wäre es mit 54? Also, wir haben die Ohrringe für 54 gekauft. Und das ist George. Und der möchte... Lass uns verhandeln. Er möchte diese Uniform verkaufen. Nee, kaufen. Schätzung lag bei 1140. Wir haben gezahlt 900. 1740. Boah, lass uns mal 2000 machen. Mal sehen, was er sagt. 1840. Dann machen wir 1900. Also...
Jawohl, und wir haben ein Plus von $1000 gemacht. Wow! Das war mal ein guter Tag, den wir auch haben müssen, denn wir haben ja jetzt auch mehr Ladenmiete und so weiter, was wir zahlen müssen. So, wir öffnen. Oh je. Oh je. Guten Morgen, ich sehe, dass die Sicherheitssysteme Ihres Shops nicht den gesetzlichen Standards entsprechen. Wirklich? Ja, wirklich. Was sollen wir jetzt tun? Die Strafe zahlen? Würdest du? Oder Charisma? Wollen wir auf Charisma wetten? Wir versuchen es. Okay, ich werde dir etwas Zeit lassen, es zu reparieren. Vielen Dank, das ist nett. Hallo, mein Name ist Stevie Grau. Grau, Gray. Er möchte diese Eisenbahn, diese Modelleisenbahn, hergestellt 2016 verkaufen. Gewöhnlicher Gegenstand, Zustand schlecht. Den Experten brauchen wir dann nicht zu befragen. Wir bezahlen statt 116, ja, fangen wir mal mit 60 an. Mit 66, wie wäre es mit 63? Ich weiß nicht, okay, gut. Das war unser einziger Kunde neben dem Polizisten. Unser Restaurateur Chandler hat gerade den Auftrag für Schädel beendet. Der neue geschätzte Wert liegt bei 740. Okay, dann wollen wir den Gutsten. Warte. Dann wollen wir den Gutsten mal. Ja, das werde ich jetzt hier mal einmal wegmachen. Der Schädel ist sehr guter Zustand. Die Ohrringe weiß ich nicht, ob wir da was einsetzen sollten. Das ist gewöhnlicher Zustand, ne? Wir haben auch nichts Ungewöhnliches, wo wir jetzt da... Wir könnten diesen hier nochmal... 72, ja. Wir lassen ihn das machen. Für $72 kann er die Glotze da reparieren. So. Na, wer bist du denn? Hey, was läuft, Mann? Nennt mich auch Molly. Molly möchte diesen Schädel kaufen. Wir haben gezahlt 358, dann haben wir ihn restaurieren lassen und haben jetzt eine Schätzung von 740. Dann lass uns mal verhandeln. Ich mach mal ein Taui draus. Ich bin mir nicht sicher. Ja, hallo. Wenn das mal nicht gut gelaufen ist, ne? So. Neuer Tag, neues Glück. Ein Verkäufer möchte ich immer noch nie einstellen, weil ich den auch bezahlen muss. Wer bist denn du? Hey, mein Name ist Diego. Du möchtest diesen netten Controller loswerden. Seltenheit ist gewöhnlich, Zustand schlecht, Verhandlungsbasis 150. Da machen wir erstmal nur 50 draus. Hör mir mal zu, wie wäre es mit 110? Dann machen wir mal eine 90 draus. 106, 97. Ich weiß nicht. Okay, danke schön. So. Das war der einzige Kunde heute. Dann öffnen wir den Laden. Oh, jetzt klingelt das wieder. Lumia. Lumia möchte hier dieses Bild der Kanone hergestellt. 1972. Ungewöhnlich guter Zustand. Schätzungsweise, Schätzung 4200. Da werden wir jetzt mal den Experten fragen. Der Experte schaut sich kurz Kanone an und sagt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass der Wert bei 3800 liegt. Deine Schätzung lag bei 4200. Er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Und er hat recht. So, dann werden wir mal 3800, dann werden wir mal auf 2000 runtergehen. 2300, du bist sehr geizig, aber nur minus 2, also
Nee, du bist überhaupt nicht geizig und Kompetenz minus 2. Also könnten wir noch auf 2150. Okay, das haben wir gekauft für 2150. Du bist Bruce und Bruce, da fehlt uns immer noch die Menschenkenntnis. Er möchte den Controller kaufen. Wir haben ihn gekauft für 97. Schätzung ist 150. Wir machen mal 200 draus. Und dann werden wir mal so tun, als ob das hier, jawohl, über das Doppelte. Wow. Olivia möchte was? Olivia möchte die Modelleisenbahn. Geschätzt auf 116. Wir haben gezahlt 63. Dann lass uns mal verhandeln. Wir machen mal 150 draus, einfach mal ein bisschen höher. Ich sag dazu jetzt nichts. Hi, meine Freunde nennen mich Svalda. Du möchtest diese Ohrringe. Wir haben gezahlt 54, gewährt ist 106. Dann lass uns mal verhandeln. Wir machen 150 draus. 138, dann machen wir 143. Ich weiß nicht. Okay, wir haben ein Plus von 90 Dollar gemacht. Auch Kleinvieh macht Mist, wie ihr seht. So, und natürlich ist die zweite Woche rum. Heißt, verkaufte 7 Gegenstände, 7 gekaufte 6. Aber wir haben ein Minus gemacht. Einnahmen, Ausgaben, wöchentliche Ausgaben 1410, Ladenkosten 210, Angestelltenlöhne. Ja, wir müssen sehen, wir haben ja 2 Angestellte. Aber wir entwickeln Verkaufe bei Auktionen. Hast du einen Gegenstand zu verkaufen? Verkauf ihn bei einer Auktion und sieh, wie es läuft. Warnung: Jeglicher Versuch, Fälschungen zu verkaufen, führt zur Konfiszierung und Meldung bei den örtlichen Behörden. Ruhmlevel benötigt Anfänger. Okay, wir sind ja noch kein Anfänger. 7 von 8. Heißt was? Aus was setzen sich denn diese Ruhmlevel zusammen? Die Wochen, die wir überleben, oder wie? Das werden wir noch rauskriegen. Neuer Tag, neues Glück. Schicke Basecap, bisschen kaputt, aber du bist Hoshi Pelz. Nicht drüber nachdenken. Die Kanone möchte er bezahlen. Ungewöhnlich guter Zustand. Wir haben gezahlt 2150. Schätzung liegt bei 3,8. Dann werden wir mal 4,5 verlangen. 4,50. 4000. 4200. 4200, komm schon. Jawohl, wir haben ein Plus von 2050 Dollar gemacht. Wow. Das ist ja wow. So, wer bist du? Du bist Veronika. Veronika möchte Militäruniform von 2002 verkaufen. Zustand ist gut. Schätzung 230. Die Schätzung, der geschätzte Wert bei 205. Wir haben gesagt 230. Dann lass uns mal verhandeln. 105 machen wir mal. Also, und tschüss. Dann halt nicht. So, wir haben Gesamteinnahmen von 13.854. Wow. Damit haben wir uns definitiv weiterentwickelt. Jedes bisschen hilft. Diesen Morgen hast du einer alten Frau über die Straße geholfen.
Die Tatsache, dass der Ortspolizist in der Nähe war und dich gesehen hat, war reiner Zufall. Dein Ansehen hat sich erhöht. Restaurateur Schändler hat gerade den Auftrag Fernseher beendet. Der liegt jetzt bei 1860. Das ist gut. Okay. Wir öffnen den Laden. Wir hätten mal noch den Chandler was machen sollen. Weißt du, schickes Dress und dann da Piercings und Tattoos. Naja. Hallo, mein Name ist Eleanor und du möchtest was kaufen. Und zwar diesen schicken, fertig gemachten Fernseher, den wir gerade wieder zurückbekommen haben. Mit 2100 sind wir da nicht dabei. Da machen wir 2500 draus. Also weiter. Jawohl, ein Plus von 1628. Also nicht nur Kleinvieh macht Mist, sondern auch mehr. Guten Morgen, meine Freunde nennen mich Elisabeth. Und du möchtest was? Du möchtest dieses ungewöhnliche Skateboard. Schätzung waren 900. Dann lass uns mal verhandeln. Wir machen mal 1300 draus. Mal sehen, was du sagst. 1200. Dann machen wir 1250 und 1220. Ach nee, wir haben 1230. 1240. Okay, 1240 haben wir es verkauft, haben ein Plus von 1110 gemacht. So langsam rollt hier der Rubel, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Neues Geschäftslokal, Grundgebühr 30. Wir würden, nee, das ist zu teuer. Das ist definitiv Gehirnwäsche. Wollen wir nicht, einen Profiler wollen wir auch nicht. Gut. Hallo, man nennt mich Kelly Jackson. Was hast du denn da Schönes? Eine Medaille von 2002. Seltenheit gewöhnlich, Zustand schrecklich, Schätzung keine Ahnung. Was sagt denn der Experte? Wert liegt bei 60. Gut. Dann werden wir ihr, weiß ich nicht, 20, 70 und tschüss. So, bevor ich jetzt die Folge beende, werde ich den gutsten, oh, ich habe gar keine Gegenstände, ich muss ja ankaufen, auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich möchte gerne unseren Restaurateur mal wieder ein bisschen in Beschlag nehmen, aber das werden wir tatsächlich in der nächsten Folge machen müssen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bewertet ruhig das Video. Daumen hoch, Daumen runter. Wenn ihr irgendwas habt, mir helfen könnt oder eine Idee, Tipps, Tricks, schreibt es mir einfach unter die Kommentare. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao und bye bye.